Mein Name ist Michel Perret, dankbarer Geschäftsführer und Inhaber von Cimerli Engineering AG. Wir sind in Biel, der Quellgasse zwischen Berner Fachhochschule Technik und Informatik oder dem Wirtschaftsingenieurstudium und der HFTM. Der Deal kommt aus Eigeninteresse, Effizienz. Das heisst, zwei Termine an einem Ort zur gleichen Zeit. Das heisst, wir haben auf der einen Seite der Berner Fachhochschule neue Software geliefert für den Panda-Roboter und haben ihnen noch gewisse Tipps und Tricks gegeben, dass sie gut starten können. Und auf der anderen Seite bin ich ja Experte bei dem Prozessmodul und bei der Diplomarbeit der Maschinenbauer bei HFTM oder Prozesstechniker. Und dort, weil wir den Spot-Roboter dabei hatten, hat sich das eigentlich das eine gegen das andere gegeben, dass wir das natürlich beiden zeigt, weil wir ja schon hier sind. Ich versuche es zu kombinieren, aber grundsätzlich definiert es der Kunde, ob das geht. Und vor allem die Kundentermine sind meistens für mich, insbesondere für mich, schlecht terminierbar. Vor allem, wenn man dann in die Werkstatt hineingeht, wenn man in die Produktion hineingeht, hat man eine Stunde abgemacht und dann wird es schnell mal zwei. Also Folgetermine planen, ist schwierig für mich. Aber wenn ich es verbinden kann, insbesondere bei langen Anreisen, macht das natürlich absolut Sinn. Ja. Wir sind bei der Firma Kerrer Stäbler in Nönsingen, nicht das erste Mal. Und wir waren erneut wieder beim Panda-Roboter und eine Besprechung von einem weiteren Update. Faktisch, wieso dass ich bei Cimerli bin, ist effektiv so, als ich mal eine Zettel abgeschrieben habe von einer Stellenausschreibung der Berner Fachhochschule. Das war eigentlich initial der erste Kontaktpunkt mit dem Namen Cimerli Engineering AG. Das müsste im 2008 gewesen sein, wenn ich das schnell ausführen darf. Am Anschlagbrett im M-Gebäude Berner Fachhochschule auf dem Gsteig oben. Also sprich, ich war dann im zweiten Studienjahr und habe dann noch an einem anderen Ort gearbeitet und nicht in diesem Bereich. Und ich habe eigentlich gesucht in diesem Bereich, Konstrukteur, Konstruktion, Projektleitung, so in dem Sinn, wo ich ja Maschinenbau studiert und habe das Zettel abgeschissen im Sinne von, ja, wenn ich ihn ja gelesen habe, das reicht, das muss nicht jemand anderes lesen. Das war effektiv so. Ich habe mich dort beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch gehabt. Das war noch Werbler Gutstrasse 5, am alten Standort von Cimerli. Und habe dort, bin zwei Stunden spät gekommen, das ist ja so. Habe mich aber vorher gemeldet, aber effektiv ist nicht gefunden. Und habe dort Christian Graf, der heute immer noch Entwicklungsleiter ist, und meinen Vorgänger, der Alfred Schütz, beim Bewerbungsgespräch lernen können. Und anscheinend habe ich einen Eindruck hinterlassen, der dazu geführt hat zu einer Anstellung. Ja. Und so bin ich zu Cimerli gekommen.